Hoher Besuch beim Karlsruher Institut für Technologie. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann besichtigte die Pilotanlage der SeaLightment GmbH, eine Ausgründung des KIT. SeaLightment ist ein Beispiel für zukunftsweisende Energieforschung. Eine neue Technologie ermöglicht die Herstellung von energieeffizienterem und umweltfreundlicherem Zement als bisher. Zum Vergleich: herkömmliche Verfahren verbrauchen doppelt so viel Energie und produzieren doppelt so viel Kohlendioxid. Derzeit ist die Herstellung von Zement weltweit für rund 3% des Energieverbrauchs und 6% der CO2-Emissionen verantwortlich. Am KIT forschen 1200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hochdruck am Energiemix der Zukunft. Innovationen entstehen in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. Die Idee zu SeaLightment lieferten die KIT-Wissenschaftler. Heute entwickelt die SeaLightment GmbH gemeinsam mit dem Industriepartner Schwenk den neuen Werkstoff bis zur Marktreife weiter. Die Pilotanlage auf dem Campus Nord des KIT kann derzeit täglich 100 Kilogramm des neuen Zements herstellen. Die SeaLightment GmbH wurde mit dem Umwelttechnik-Sonderpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet und ist Preisträger im Land der Ideen.